Jo Leute, willkommen zum dieswöchigen Evocast. Wie immer kein Gameplay hier, nur zwei Bilder. Könnt mich also wieder im Hintergrund laufen lassen. Diese Woche soll es ja als Hauptthema gehen, mein Setup. Für alle, die nur deswegen eingeschaltet haben, ungefähr 5 bis 10 Minuten, werde ich jetzt trotzdem erstmal über das, was in dieser Woche kommt, was letzte Woche so gewesen ist, werde ich kurz über den Kanal quatschen. Ich werde mich da so kurz wie möglich dieses Mal halten, tue ich ja eigentlich immer. Und danach werde ich auch das Bild umswitchen. Das heißt, ihr könnt unten in der Leiste könnt ihr einmal gucken, wann das Bild switcht. Und ab dem Augenblick werde ich dann über das Setup quatschen, also welches ich benutze. Ich werde es euch eventuell, wenn ich dran denke, werde ich das auch in der Videobeschreibung unten packen. Und dann werden wir da gucken. Also Setup, wirklich alles. Das sind auch alles nur abgelesene Zahlen. Das heißt, ich kann mir da nicht alles merken. Also ich weiß, was für eine Grafikkarte ich benutze. Ich weiß noch so gerade eben das, was ich an Hardware anfasse. Also meine Maus, meine Tastatur, meine Kopfhörer. Die wüsste ich alle, die Zahlen. Aber so, ja, obwohl die CPU wüsste ich auch noch auswendig. Aber die ganz speziellen Sachen, die wüsste ich halt nicht auswendig. Die lese ich auch gleich ab. Trotzdem soll es erstmal um Kanal bzw. um Gameplays gehen und dementsprechend fangen wir auch damit erstmal an. Das Bild, was ich jetzt hier habe, das habt ihr schon mal in einem Evocast gesehen, ich glaube im zweiten. Da habe ich ja schon angekündigt gehabt, dass ich Skyrim zocken möchte. Habe ich jetzt auch getan. Endlich bin ich dazu gekommen. Lag größtenteils daran, dass ich am Anfang habe ich Bethesda angeschrieben, ob das genehmigt ist. Weil ich war so blöd und bin halt auf externe Seiten von nicht Bethesda gegangen und habe da dann nach einer Duldungserklärung gesucht. War absoluter Blödsinn. Bethesda hat selber eine auf ihrer Seite, in ihrem Forum haben die eine drinstehen. Und dann gab es da ganz komische Foreneinträge mit Streit um Duldungserklärung und so weiter und so fort. Dabei ist die ganz eindeutig formuliert. Wie gesagt, man muss nur einmal nachgucken. Im Bethesda-Forum steht das ganz, ganz eindeutig drin. Die ermutigen sogar wirklich zu Gameplays. Man darf die monetarisieren. Alles drum und dran. Also wirklich super. Das Einzige, wo sich ganz viele drüber streiten, es gibt dann, eigentlich finde ich das sogar witzig, den Kommentar. Wir können alle Videos, die in unseren Augen unangemessen erscheinen, können die halt runternehmen lassen. Also ihr kriegt dann keinen Strike von YouTube oder sonst was, wenn ihr nicht mutwillig irgendwas macht. Aber da steht dann halt mit der Begründung hinten drin, weil, seien wir mal ehrlich, es gibt Sachen, auf die kommt ein normaler Mensch einfach nicht. Irgendwie sowas steht da. Ich weiß nicht wie genau, aber irgendwie sowas steht da. Und ich muss da so grinsen, als ich das erste Mal gelesen habe. Müsst ihr euch mal durchlesen. Also, das ist ganz nett geschrieben. Deswegen habe ich da so viel Zeit ins Land streichen lassen. Dann habe ich die mal rausgesucht gehabt, habe gesagt, okay, cool, kannst du morgen mal aufnehmen. Da habe ich aber das wieder vergessen gehabt, wieder aufzunehmen, weil dann irgendwas wieder dazwischen gekommen ist. Und ja, gut. Jetzt habe ich was aufgenommen. Eine Session habe ich jetzt gemacht und da sind die Folgen zwischen 15 bis 25 Minuten lang. Also ich glaube, eine Folge ist relativ lang. Ich hasse es so wirklich zu sagen, 15 Minuten und dann, egal was du machst, jetzt machst du einen Cut. Also das wird es bei mir nicht geben. Ich werde immer so machen, dass ich da gucke, ja, so 15 Minuten so angepeilt, aber ich sag mal, wenn ich gerade mit einem Flow bin, wie das ja so Neudeutsch gerne heißt, dann werde ich da weiterspielen. Also dann kann auch mal ein 25-Minuten-Video daraus werden. Und wenn ich vorher gesagt habe, die Mission mache ich jetzt aber noch, dann mache ich die Mission auch noch zu Ende. Ist mir egal. Dann, wie gesagt, ich glaube, eins, das ist knapp 25 Minuten lang geworden, das Video. Es ist aber auch egal.
Das wird jetzt auch nicht gecuttet oder so ein Scheiß. Das wird einfach so gemacht. Gutes. Ja, also da kommt das erste im Übrigen heute Abend raus. Im Nachteulen-Video. Und ja, ich nenne das jetzt das Nachteulen-Video, weil das eher für die Leute ist, die nach 20 Uhr gucken, weil das Video kommt jetzt. Na, also es kommt ja ein Video, wenn es dann mal klappt, um 14 Uhr, eins um 15 Uhr, eins um 17 Uhr und eins um 20 Uhr. Wobei das mit den 20 Uhr bin ich noch am Überlegen, ob ich das auf 21 Uhr setze. Weil 20 Uhr, ganz ehrlich, da guckt kein Mensch mehr. Höchstens halt die Leute, die dann wirklich ganz, ganz spät nochmal dran gehen. Und das ist dann so 21 Uhr. Werde ich dann halt Nachteulen-Video nennen. Ich habe es mir jetzt auch angewöhnt bei dem Video. Wenn ich weiß, das letzte für die 21 Uhr hoch, sage ich auch nicht, yo Leute, sondern sage ich, yo, ihr Nachteulen. So, dann seht ihr auch immer, das war das Video, was um 21 Uhr rausgekommen ist, wenn ihr es dann halt mal zu einem späteren Zeitpunkt seht. Nee, also Skyrim läuft jetzt an. Also ich habe das nicht vergessen, das kommt auch. Ich weiß noch nicht, ob ich dafür was aus dem Upload-Plan rausschmeiße, ob ich den Upload-Plan ein bisschen ändere, ob ich dann eins der Random-Videos streiche und dann da Skyrim hinsetze. Das muss ich gucken. Mal schauen, wie das so läuft. Was jetzt, apropos Upload-Plan, das habe ich jetzt am Anfang nicht erwähnt, das wollte ich ja schon am Anfang erwähnt haben. Heute wäre ja laut Upload-Plan eigentlich 7 Days to Die gekommen. Ich habe es in den anderen beiden Videos erwähnt. Für alle, die jetzt nur den Evocast oder als erstes den Evocast schauen, nochmal erwähnt. Ja, ich weiß, es wäre 7 Days to Die gekommen. Aber ich habe den Levi gestern erst erreicht, um, was weiß ich, glaube ich, 16 Uhr. Also für euch gestern, für mich jetzt heute. Den habe ich jetzt um 16 Uhr erreicht. Und da war zu spät. Da habe ich ihn gefragt, hier, wann hast du Zeit? Der hat halt erst am Montag, sprich für euch heute, hat der erst Zeit um 21 Uhr wieder. Da kriege ich natürlich kein Video mehr zustande, das dann heute um, was weiß ich, 14, 15, 17 oder 21 Uhr rauskommt. Kriege ich ja nicht mehr hin. Geht ja nicht. Dementsprechend habt ihr da ein anderes wundervolles Video von mir bekommen. Kann ich auch sagen, Blunts Tower Defense. Das habe ich jetzt einfach mal so dazwischen geworfen. Das heißt jetzt nicht, dass ich 7 Days to Die absetze, also das stimmt nicht. Bevor da jetzt irgendwie Diskussion aufkommt. Nein, also ich werde weiter 7 Days to Die zocken. Das einzige Problem war halt, ich habe den Levi nicht erreicht. Der hat eine Ausbildung angefangen. Und Arbeit geht vor. Arbeit geht definitiv vor. Dementsprechend habe ich auch gar nichts gegen. Also, wenn er nicht kann, kann er nicht feiern. Ich habe ihn halt die letzten 2 Wochen nicht angesehen und dementsprechend einfach verpasst. So, und ich habe leider keine Folgen mehr gehabt, sonst hättet ihr da irgendeine von mir bekommen. Aber naja, gut. Ist auch nicht so tragisch. Ich denke mal, einen Tag werdet ihr es auch ohne 7 Days to Die aushalten. Ich werde es, denke ich mal, dadurch jetzt einfach mal vielleicht morgen oder am Mittwoch in die Random-Videos reinschmeißen. Also ihr werdet dann im Laufe der nächsten paar Tage, werdet ihr dann ein Video mehr kriegen an 7 Days to Die. Die schmeiße ich ja normalerweise nicht in die Random-Videos rein. Die schmeiße ich ja nur an den Tagen hoch, wo sie auch wirklich hingehören. Aber dieses Mal mache ich das einmal in einem Random-Video. So. Gut, das ist eigentlich schon dazu. Also nur kein Stress, das läuft weiter, das Projekt. Skyrim, mal gucken, wie ich das rein implementiere in den Upload-Plan. Wird irgendwo, denke ich mal, einen geregelten Platz und dann ab und an mal so zwischendrin in die Random-Videos öfter kommen. Gut, was ihr natürlich gemerkt habt, Evolve kommt in letzter Zeit sehr, sehr oft. Sehr, sehr oft.
Das liegt einfach daran, dass ich halt, ich glaube, schon letzte Woche gesagt habe, hunderte von Evolve-Folgen habe. Also wirklich, ich blick da selber teilweise nicht durch, welche davon jetzt wirklich so super ist, dass die hochgeladen wird. Ich kann halt nicht alle hochladen. Und welche halt weg muss. Und da bin ich immer noch am Aussortieren, welche weg kann, welche nicht weg kann. So, also alles ein bisschen Trouble da. Aber das kriegen wir hin. Auch das kriegen wir gebacken. Dann die nächste Sache ist, ich habe es jetzt, glaube ich, seit 3 Wochen schon mit meinen Arbeitsspeicherregeln. Jetzt bin ich wahrscheinlich gerade irgendwo bei mir in der Stadt unterwegs und kaufe einen Arbeitsspeicherriegel mit einem Kumpel von mir. Und ja, das sollte dann besser werden. Also ich werde dann einen 16 GB Arbeitsspeicherriegel haben. Also da sollte dann auch da mal Ruhe sein. Die Arbeitsspeicherriegel, die sind wirklich der letzte Rotz gewesen. Also die würde ich nie wieder kaufen. Gut, war noch was vom Gameplay her? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich habe ich wieder irgendwas ganz, ganz Wichtiges vergessen. Ach so, sorry dafür, dass gestern nichts gekommen ist. An vierten Video, da war ja nur das Infovideo. Das ging halt leider nicht anders, weil es ärgert mich selber, aber ich habe es ja gesagt, ich kriege im Moment keine Aufnahme zustande. Also ich kriege im Moment nichts gebacken, von wegen online irgendwo gegen andere spielen, geht nicht. Also sowas wie Dead by Daylight oder Evolve, selbst privat kriege ich das nicht hin. Mein Arbeitsspeicher macht gerade nur Faxen. Also ich weiß nicht, was damit los ist. Also ich muss da wirklich gucken, dass ich das gebacken kriege. Dementsprechend, sorry wirklich dafür. Ihr wisst eigentlich, normalerweise halte ich mich da dran, dass ich da 4 Videos rausschmeiße. Gestern halt war das vierte halt das Infovideo. Das tut mir halt leid, aber das ging halt nicht anders. Weil mein Arbeitsspeicher wurde in dem Augenblick komplett blockiert von meinem Photoshop. Weil Photoshop unbedingt meinte, wir müssen Effektberechnung im Stundentakt machen. Also Effekte berechne ich im Moment stundenweise. Nicht sekundenweise, die ich normalerweise brauche, sondern wirklich stundenweise. Es ist richtig, richtig nervig. Also da müssen wir gucken, dass wir das hinkriegen. Aber das wird auch wieder. Also dann funktionieren die Thumbnails auch direkt drauf und nicht erst, was weiß ich, dass ich da schon ein Video oben habe und erst eine Stunde später das Thumbnail hinterherkommt. Normalerweise sind die alle schon fertig drauf. Im Moment ist es halt meistens so, dass ich die nachreichen muss, weil ich die gar nicht fertig kriege, bis das Video oben ist. Und das geht mir tierisch auf die Nüsse. Ist auch jetzt vor kurzem passiert, dass ich da einmal was abgespeichert habe, aber durch ein Lag, vermute ich, habe ich mich wohl verklickt. Deswegen ist das erst um 14:30 rausgegangen, das Video. Als das aufgefallen ist, also ich habe dann wirklich um 14:14 Uhr habe ich geguckt gehabt. Ich glaube, das war sogar heute, also am Sonntag. Heute. Da war das, glaube ich, das 14-Uhr-Video, wo ich um 14:14 Uhr nachgeguckt habe und das halt noch nicht oben war, das 14-Uhr-Video. Da habe ich dann drauf geguckt, scheiße, das ist auf 14:30 Uhr gestellt, scheiße. Sorry dafür. Normalerweise funktioniert es ja eigentlich ganz gut. Aber jetzt hat es mal nicht funktioniert. Jetzt habe ich mich wohl verklickt. Kann durch ein Lag passiert sein, kann auch einfach durch eine Unachtsamkeit von mir passiert sein. Naja gut. Ich hoffe, das hat euch jetzt nicht irgendwie total geschockt. Na gut. Also wie gesagt, wir kriegen das alles hin. Arbeitsspeicher kommen wieder, dann kommen auch wieder die Thumbnails passend drauf. Und dann
Wir kriegen das alles hin, Leute. Vertraut mir da. Vertraut mir da vollkommen. Also, wir kriegen das hin. So. Gar nicht lange noch über Gameplays schnacken, sondern jetzt einfach mal rüber switchen. Oh, cool. Hätte ich mal das gemacht. So. Sorry dafür. Habe ich vorher nicht richtig geguckt gehabt. Denn wir gehen einmal rüber aufs Setup. Ich habe das ja letztes Mal schon erwähnt gehabt. Ich möchte euch einmal das ganze Setup von mir vorstellen. Das ist ein kompletter PC, den ich selber mit einem Freund zusammengestellt habe. Und das Ganze ist ein, ja, wie gesagt, ein PC, der auf mich zugeschnitten ist, der für meine Ansprüche gedacht ist. Wenn ihr wirklich High-End-Rechner benutzen wollt, dann solltet ihr selber auf euch den zuschneiden und nicht auf jemand anderen. Das ist eigentlich nur eine grobe Richtung, damit ihr seht, yo, das sind Teile, die ich benutze und mit denen ich auf jeden Fall sehr zufrieden bin. Also ich würde einfach mal sagen, klassisch fängt man an. Mainboard. Mainboard habe ich ein Gigabyte Technology Co. Ltd. Das Modell X99 Gaming 5P. Das ist ein Mainboard. Wir haben es gerade eben rausgefunden. 128 GB unterstützt das. Hat 8 RAM, ach, 8 Speicherbänke. Für Arbeitsspeicher, Bänke, blödes Ding. Slots für Arbeitsspeicher. Das heißt, unterstützt 16 GB pro Arbeitsspeicherriegel. Soweit ich weiß, hat das 7 PCI Express-Slots, 4 lange, 3 kurze. Und ja, das war einfach für mich das Passendste, weil ja. Weil halt, weil ich mir damit halt alle Möglichkeiten offen gehalten habe. CPU dürfte eins der interessantesten Dinge an dem ganzen PC sein, ist der Intel Core i7 509, 5930K. Ich benutze keinen 6700er, weil ich persönlich finde, oder ich habe das damals mit meinem Kumpel zusammen beschlossen, dass ich da ein bisschen mehr Geld in die Hand nehme und dann den kaufe und nicht den 6.7er. Bringt ein bisschen mehr Leistung, aber das muss halt wieder da jeder für sich selber wissen. Dann als nächstes, ja, als nächstes, ja. Wir nehmen einfach mal als nächstes meine Arbeitsspeicherriegel. Kann ich euch nicht empfehlen. Kann ich euch wirklich nicht empfehlen. Das sind Vengeance. Vengeance? Werden die so ausgesprochen? LPX? Das sind DDR4-Speicher. Das sind Gen 6-Riegel. Das ist ein 8 GB Kit gewesen, also 2x4 GB. Hat eine Taktung von 240 MHz gehabt. Und ja, also an und für sich war ich damit am Anfang ganz zufrieden. Habe damals 16 GB gekauft gehabt. Und ich sage ja, das muss eine Montagstüte gewesen sein. Das müssen zwei Montagstüten gewesen sein, weil die ersten sind mir ja innerhalb von 2 Tagen sind mir die durchgebrannt und der dritte halt jetzt schon fast vor einem Monat. Und der PC ist aufgesetzt Anfang des Jahres. Also das dürfte eigentlich nicht so sein. Gut, und jetzt macht halt auch noch der letzte Faxen. Also kann ich euch nicht empfehlen. Der Kollege und ich sind uns auch alle allgemein darüber einig, Firmen, die mit C anfangen, die können definitiv keine Arbeitsspeicher herstellen. Da solltet ihr die Finger von lassen. Ich werde morgen höchst, also für euch jetzt heute, werde ich einen Kingston, haben wir uns da rausgesucht,
den ich wahrscheinlich nehmen werde und dann mal gucken. Normalerweise bei dem Prozessor oder Mainboard, also bei dem Setup allgemein, müsste ich eigentlich zusehen, dass ich mal alle vier Bänke voll kriege. Das hat besagter Herr mir auch gerade oft genug gesagt. Ja, das weiß ich selber. Ich muss eigentlich alle vier Bänke voll bekommen. Also vier von meinen acht Bänken muss ich voll bekommen. Aber das funktioniert halt nicht, wenn mir ständig die Arbeitsspeicherriegel durchbrennen. Ich hoffe einfach, dass morgen dann mit dem 16 GB erstmal Ruhe ist und dass ich dann demnächst mal gucken kann, dass ich da vier St oder nochmal drei Stück davon kaufe und dass ich dann meine vier Bänke da voll habe. Dann bin ich ja bei 64 RAM und dann soll da mal gut sein. Also dann kann man da eigentlich davon ausgehen, dass man alles damit laufen lassen kann. So. Jetzt das, was eigentlich jeden Gamer am meisten interessiert, die Grafikkarte. Was für eine Grafikkarte benutze ich? Eigentlich blödsinnige Frage, was benutzt man heutzutage, wenn man keine 1080er kaufen möchte? Man benutzt die 980er Ti. Ich benutze Nvidia GeForce GTX 980 Ti. Ich benutze keine 1080er, wirklich nur die 980 Ti. Eventuell, wenn ich Ende des Jahres, ist das glaube ich, wo die 1080er Ti rauskommt. Ich weiß es gar nicht, müsste ich mal nachfragen. Und ich dann zu viel Geld habe, was Ende des Jahres eigentlich selten der Fall ist. Wenn ich dann zu viel Geld habe, dann werde ich das überlegen, ob ich das mache. Ob ich mir dann die 1080er Ti kaufe. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber wir schauen einfach mal. Weil, wie gesagt, an und für sich. Wofür? So. Festplatten kann ich jetzt noch dazu schmeißen. Ich habe insgesamt vier Archivfestplatten. Das sind HDDs, die jeweils 8 Terabyte fassen. Wobei davon ist eins eher so, eine Festplatte eher so, ja, so was man so an privaten Sachen halt hat, alte Spielstände, Fotos, Bilder, die ich mal irgendwo runtergeladen habe, Bilder, die ich mal aus dem Urlaub geschossen habe, was weiß ich, Programme, die ich von Chip runtergeladen habe, all sowas drauf gespeichert ist. Einmal eine 2 TB Festplatte. Jetzt muss ich selber gucken. Nicht, dass ich gleich irgendwas vergesse. Eine 2 TB Festplatte, wo meine ganze Steam-Bibliothek drauf ist. Ja, meine ganze Steam-Bibliothek passt noch auf 2 TB drauf. So viel habe ich eigentlich gar nicht. Wo habe ich die denn? B-Festplatte ist das, soweit ich weiß. Ja. Wow. Davon habe ich noch, sogar noch 1,4 Terabyte frei. Also so viel habe ich gar nicht runtergeladen von Steam. Halt nicht installiert. Dann habe ich meine Videos und Co-Festplatte. Also da, wo alles, was ihr seht, das ist nur für YouTube. Ist da eine ganze Festplatte, geht dafür drauf. Was heißt, geht dafür drauf? Also da sind noch 6,8 Terabyte frei. Fast 7 Terabyte sind da noch frei. Da sind halt so Sachen abgespeichert wie Thumbnails und Videos und die Sachen, die ich zum Schneiden brauche. All sowas ist da abgespeichert. Dann habe ich... Was ist auch eigentlich auf der drauf? Ist das eine Sicherungskopie? Das ist hundertprozentig. Ja, ich glaube, das ist eine Sicherungskopie. Dann habe ich noch eine. Da sind alle meine Backups drauf. Das ist meine Backup. Die halt wirklich alles, was ich irgendwo habe, ist da nochmal drauf abgespeichert, nochmal gesichert. Das ist auch nochmal auf externen Festplatten abgespeichert. Also alles doppelt und dreifach abgesichert. Und dann habe ich eine, die ist komplett leer. Also da zeigt Windows
0% Beleg drauf an. So, das sind alles HDDs. Da bin ich mir nicht sicher, als was die gelten. SLC? Sind das SLCs? Ich weiß, dass die B-Festplatte, das müsste eine MLC sein. Ich glaube, ich habe keine TLC drin. Ich glaube nicht. Da bin ich mir nicht sicher, als was die Archivfestplatten gelten. Da müsste ich selber nachschauen. Könnte aber selber, wenn er Archivfestplatten eingibt, die haben mal gekostet 270 Euro das Stück. Also für 8 Terabyte. Wahrscheinlich sind es inzwischen billiger, aber das sind, soweit ich weiß, Segata-Festplatten. Und ja, eigentlich ganz zufrieden mit. Die brauchen halt eine Ewigkeit, bis die anlaufen. Also da macht ihr eine Festplatte auf und die braucht dann halt mal wirklich so, sagen wir mal 20 Sekunden, aber dann, sobald die einmal auf ist, läuft die auch. Und die sind halt für Dauerbetrieb auch ausgelegt. So, dann habe ich zwei SSDs, beziehungsweise eine SSD und ein ME2-Riegel. ME2-Riegel? Weiß nicht, ME2-Riegel? Ne, M2. Wie kam ich jetzt auf ME? Ist egal. ein M2-Riegel und eine SSD. Die sind die Systemfestplatten. Und zwar ist der M2-Riegel ist mein Windows 10, das ich im Moment gar nicht benutze. Und das zweite, also die SSD, das ist mein Windows 7. Das ist eine. Da ist mein Windows 7 halt, wie gesagt, drauf, was ich halt im Moment benutze, größtenteils. Gut, so viel zu den Festplatten. Also, so viel habe ich da gar nicht. Laufwerk hab ich von besagten Herrn geschenkt bekommen. Oh ne, habe ich ihm, glaube ich, mal 10 Euro zugesteckt. Ich weiß das gar nicht. Kannst du mir in die Kommentare schreiben, mal eben, ob ich dir da mal was zugesteckt habe? Ich glaube ja. Und externe Festplatten, da wird er mich jetzt für killen. Ich benutze Toshiba-Festplatten externe, weil ich habe damit noch nie Probleme gehabt. Also ich weiß, da hat er absolute Probleme mit, aber pff, naja, gut, das ja, das ist halt seine Sache. Ihr werdet den auch noch mal demnächst kennenlernen. Wir haben uns dann nämlich ein gemeinsames Projekt vorgenommen. Da werdet ihr dann auch mal seine Stimme dazu hören. So, jetzt fehlt noch das, was ich jeden Tag halt anfasse. Und zwar Maus, Tastatur, Headset. Ich bin ein Riesenfan von Logitech. Logitech ist für mich bei den Sachen auf jeden Fall immer die beste Wahl gewesen. Also ich kann mich ehrlich gesagt nicht beschweren. Ich muss aber auch jedem sagen, geht wirklich in die Läden rein und wenn ihr in Saturn geht, da die Maus mal wirklich in die Hand nehmt, die Tastatur mal drüber führt, merkt, wie ist der Tastendruck, wie laut ist es, wenn ich auf die Tastatur hämmer. Und so weiter und so fort. Das müsst ihr alles mal selbst gefühlt haben. Setzt euch ein Headset mal wirklich auf. Fragt mal Freunde, ob die das Headset vielleicht sogar haben. Setzt das mal wirklich auch eine längere Zeit auf. Gerade Headsets, das ist für mich so eine Sache gewesen. Ich habe eine Ewigkeit gesagt, boah, ich benutze nie wieder ein Headset. Das hat der Monchi nämlich auch, dass der total ungerne spielt, der mit Headset. Weil dem wird da drunter irre warm und das drückt ihm wohl. Und das ist eine Sache, die geht überhaupt nicht. Also ich kann mein Headset wirklich, habe ich schon über die ganze Nacht hinweg angehabt. Also bestimmt so 8, 9, 10 Stunden habe ich das am Stück auf dem Kopf gehabt. Da darf das einfach nicht drücken, nicht warm werden, gar nichts. Also es muss halt wirklich passend sein. So, wie gesagt, das muss auch bei allem so sein, aber für mich persönlich, die Logitech-Sachen sind da auf jeden Fall am besten. Welche benutze ich davon?
Bei der Maus dürfte eigentlich klar sein, welche ich benutze. Da benutze ich die G700S. Eine Maus, die ziemlich cool ist, hat sehr, sehr viele Einstellmöglichkeiten, hat insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 Tasten. Wobei halt nur 7 davon wirklich einstellbar sind. Also linke Maustaste, rechte Maustaste, das Mausrad. Und das Profil wechseln, die sollten immer fest bleiben. Man kann die mit ein paar Tricks, kann man die natürlich auch noch unterschiedlich belegen, aber man sollte dann wirklich sagen, wenn man mehr Tasten braucht, es gibt auch noch andere Produkte, andere Mäuse, auch von Logitech, wo ich auch am Überlegen bin, mir davon eine anzuschaffen, eine MMO-Maus. Die haben dann, glaube ich, bis zu 20 Tasten haben die dann frei wählbar sind. Also ich kenne eine, die hat an der Seite, hat die 12 Tasten. Da hat die, glaube ich, nochmal oben drei Tasten, relativ direkt links an der linken Maustaste dran. Da kann man sich sowas anschaffen, aber ich würde halt nie linke Maustaste umändern in irgendwas. Das würde ich sein lassen. So, ist eine relativ coole Maus, USB-Maus natürlich, und eine Lasermaus dürfte auch klar sein. Ich persönlich finde, passt sehr gut in der Hand, zumindest bei mir, hat fünf unterschiedliche Profile, die man einstellen kann. Wie gesagt, sieben Tasten an der Zahl, die man frei belegen kann, ist auch eigentlich idiotensicher. Also es gibt da ein Tool extra für die Logitech-Produkte. Und ja, also eigentlich ist das idiotensicher. Der aktualisiert dadurch auch immer schön den Treiber, dass die Maus immer perfekt läuft. Wenn da irgendein Fehler auftritt, irgendein Bug auftritt, wird der meistens relativ zügig behoben. So. Deswegen, wenn ihr eine vernünftige Gaming-Maus sucht, man muss halt sagen, die kostet halt schon mehr als das, was Billigmäuse kosten. Also ich habe auch, glaube ich, noch vier andere Mäuse hier rumfliegen, plus eine, die ich nicht anschließen könnte, weil die noch so einen uralten Anschluss hat. Naja, gut. Die kosten halt nicht die Welt, aber ich sag mal, so eine Maus, die kostet halt schon ein paar Mark mehr. Also ich glaube, die 700 kostet im Moment 60 Euro. Ich glaube 60 Euro. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber ungefähr in der Preisspanne kann man rechnen. Also zwischen 50 bis 70 Euro kostet die. Solltet sie natürlich nicht irgendwo im Saturn kaufen, da kostet die dann irgendwie 90 Euro oder sowas. Gut, aber wer macht das auch schon? Eigentlich coole Maus, man kann während des Spielens kann man die Profile switchen mit einem Tastendruck und kann dann, was weiß ich, wenn man da Modern Warfare, da bin ich wahrscheinlich auch deswegen auf MEW gekommen oder irgendwie sowas, wurscht. Wenn ihr sowas zockt und dann unterschiedliche Klassen habt und dann unterschiedliche Tasten da drauf haben wollt, könnt ihr das da drauf legen. Also ihr könnt dann während des Spiels könnt ihr dann durch einen Tastendruck das Profil mal eben switchen. Finde ich super. Gibt auch Lichtsignale, welches Profil gerade angewählt ist und so weiter und so fort. Also eigentlich eine sehr, sehr geile Maus. Gut. Das nächste, ich möchte das Headset als nächstes nehmen, ist das G633. Ist ein Headset, es gibt schon einen Nachfolger davon, der dann, ich glaube, 30 Euro mehr kostet, das G933. Hat allerdings genau die gleiche Technik verbaut. Das Einzige, was halt sich ändert, das ist noch möglich über Funk zu tragen und nicht über Kabel. Also ich habe ein reines Kabel-Headset. Und
Mein und der Nachfolger, der könnte theoretisch noch über Wireless getragen werden. Ab und an sage ich, ja, das könnte sogar wert sein, aber im Großen und Ganzen sage ich, 30 € dafür mehr auszugeben, eigentlich nicht. Also das muss jeder für sich selber wissen. Für mich persönlich, für meine Kopfform und alles, ein sehr, sehr geiles Headset. Hat auch unterschiedliche Profile, die ich aber nicht benutze, muss ich ehrlich gestehen. Man kann das Ganze lautlos schalten. Also privat kann man das Headset-Mikrofon echt super benutzen. Der Klang ist relativ klar. Es sieht optisch ziemlich cool aus, finde ich persönlich. Bringt euch halt nicht viel. Aber Leute, die das sehen, es hat coole Lichteffekte nebendran. Finde ich ganz nice gemacht eigentlich. Aber was ich halt schön finde, es ist sowohl für Musik hören als auch für Gaming-Geräusche zu hören, ist das super. Also ich spiele bei Standard-Prozenten von 5. Also die Lautstärke hier in Windows ist bei 5 eingestellt von 100 und ich höre alles. Also ich höre bei Dead by Daylight, höre ich quer über die ganze Map eigentlich alles. Also wenn irgendwo ein Ausschlag ist von irgendeinem Ton, höre ich den. Ist mir scheißegal, ich höre den. Quer über das ganze Feld. Muss man halt schauen. Das hat auch ein bisschen was mit Übung zu tun. Außerdem muss es euch passen. Also, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, eine komplett andere Kopfform habt als ich, dann kann das natürlich sein, dass das Headset total drückt oder dass ihr empfindlicher an den Ohren seid, dass dadurch dass euch da vielleicht zu schnell warm wird, etc. pp. Das kann durchaus sein. Wie gesagt, wenn ihr jemanden habt in eurer Umgebung, der das vielleicht hat, setzt mal auf. Oder guckt es euch wirklich an. Also ich kann es euch nur empfehlen, gerade Mäuse, Tastaturen und Headsets solltet ihr vorher wirklich mal in der Hand bzw. auf dem Kopf gehabt haben, bevor ihr die dann wahrscheinlich im Internet kauft. Weil es macht einfach so einen Riesenunterschied. So, das Letzte, was ich durchnehmen möchte, ist meine Tastatur. Meine Tastatur, ach, ich liebe sie. Meine Tastatur ist gerade optisch gesehen ein echter Hingucker, nämlich die Orion Spark G910. Ist eine Tastatur, eigentlich komplett schwarz, aber jede Taste einzeln hinterlegt mit Licht. Man kann un durch unterschiedliche Profile kann man auch hier wieder einstellen, wie die Farbgebung dabei ist, welche Farbe einzeln beleuchtet ist. Man hat 9 Funktionstasten, hat 3 unterschiedliche Profile. Dann gibt es nochmal dieses Reverse-Ding, was ich nie benutzt habe. Soweit ich weiß, wechselt das dann nochmal die ganzen Profile durch. Also dann gibt es gibt Profil M1, M2, M3 und ich glaube, wenn man den Reverse nochmal aktiviert, dann wird das zu 1M, 2M, 3M und haha, 3M. Ist eine Firma. Und ich glaube, dann haben die dann nochmal andere Möglichkeiten. Also ich glaube, insgesamt sind es, glaube ich, 6 Profile, die man wählen kann. 3 auf jeden Fall. Das weiß ich, dass das funktioniert. Bei dem MR, da habe ich da keine Erfahrung mit. Habe ich auch noch nie benutzt. Wofür auch? 6 Profile einstellen, so ein Schwachsinn. Man hat also 9 Funktionstasten und kann alles einzeln hinterleuchten. Es gibt schon ganz, 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 ganz viele vorgefertigte Profile. Man muss halt sagen, das Coole dabei ist, anders als bei der Maus, kann man sagen, du musst nur in diesem Spiel benutzt du dieses Profil. Ich muss da nie wieder, muss ich da irgendwas einstellen.
Wenn ich das Spiel starte, sagt er direkt, das ist das Spiel, ich starte das und das Profil. Ist richtig geil gemacht. Also ich muss mich um nichts kümmern. Wenn ich ein neues Spiel halt habe, muss ich gucken, passt das Profil? Ich habe ein Standardprofil, mit dem ich eigentlich ziemlich zufrieden bin. Aber ansonsten kann ich theoretisch wirklich jedes Spiel individuell einstellen und kann sagen, das Spiel kriegt das Profil. Und das ist so genial gemacht. Also ich freue mich da jedes Mal, wenn ich die benutzen kann. Also das ist wirklich super. Kostet halt ihre paar Mark 50. Ich persönlich finde den Tastendruck halt ziemlich angenehm. Also ich mag es nicht, wenn das immer so lasch reingeht. Also so, ja, so, ja, gut. Hast halt keinen Widerstand dagegen. Also ich hasse das wirklich. Und auch so diese ganzen Laptop-Tastaturen, wo man dann wirklich so einen Millimeter reindrückt und da ist schon der Anschlag, finde ich zum Kotzen. Es geht gar nicht. Die Tastatur ist wirklich so genial, hat auch noch so die Zusatzfunktion. Man kann das ganze Licht mit einem Tastendruck ausschalten. Man kann den Player, den man hinten benutzt, also im Media Player, VLC Player, Classic Player, egal was ihr benutzt, kann man im Hintergrund steuern. Da gibt es aber mehrere Tastaturen, das weiß ich selber, die das machen. Man kann den Ton steuern, also alles wunderbar, ist auch über einen schönen Regler, den man gut regeln kann zwischendrin, also mit einem kleinen Rädchen. Endlosregler, klar, logisch, muss ja sein. Aber das Ding ist richtig cool. Wieder so eine Sache, kostet auch ihre paar Mark 50. Ist meiner Meinung nach aber eine der Tastaturen, die sich am meisten im Moment lohnen. Von welcher Firma ich gar nichts halte, das kann ich jetzt auch mal sagen. Da wird mir jetzt ein gewisser jemand wieder absolut zustimmen, sind die Razer-Tastatur. Razer? Ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Ihr wisst, wen ich meine. Sowohl die Tastaturen als auch die Mäuse. Ich habe da einmal eine Maus im Saturn gesehen gehabt. Da habe ich gedacht, ist die gerade auseinandergebrochen oder soll die so sein? Die sollte wirklich so sein. Also das sind so Mäuse, die sehen wirklich aus wie ein Ding aus einer anderen Welt. Aber dass da wirklich mal sich jemand hingesetzt hat und damit gespielt hat, kann ich mir nicht vorstellen. Also das sind so teilweise Dinge, die haben Tasten an Stellen. Das geht gar nicht. Warum ist da eine Taste? Und Tastaturen genauso. Also die sind meiner Meinung nach alle zu lasch. Die sind alle zu laut, was gar nicht geht. Also eine laute Tastatur geht gar nicht. Da kann ich mir auch einen Presslufthammer stellen. So habe ich mich teilweise gefühlt bei denen. Und das war einfach total nervig. Also das ist eine Sache. Nee, das würde ich auf gar keinen Fall, würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Jetzt kann natürlich jemand sagen, oh, ich finde Razer ist die beste Marke überhaupt. Kann ja sein. Ich persönlich finde, dass die absoluter Bullshit sind. Absoluter Bullshit. So. Ja, das ist soweit mein Setup. Was ich an Mikrofonen benutze. Ich habe ein Asuna-Mikrofon mal benutzt gehabt. Das war das zweite, was ich benutzt habe. Das ist ein. Weiß ich gar nicht, was das ist. Das, was jetzt gerade zu meinen Füßen steht, habe ich keine Ahnung, was das ist. Und das nächste, was ich halt mir besorgen werde, ist ein Rode NT1A. Heißt es, glaube ich, ganz richtig. Müsstet ihr, wenn er es nachgoogelt, NT1A, Moment, ich habe das sogar in den Lesezeichen hinten drin, dann dürftet ihr es direkt kriegen, aber ich kann es euch jetzt nochmal genau sagen, wenn das mal laden würde. Ja, da haben wir es. Rode NT1A, sage ich doch. Das ist ein Großmembrankondensatormikrofon. Gibt es bei Amazon zu kaufen für, ich glaube, umgerechnet sind das 180
Euro kostet halt auch ein Schweinegeld. Also das ist ein echt teures Mikrofon. Brauche ich auch einen neuen Ständer dann dafür. Weil ich habe einen ziemlich alten und wackeligen Ständer. Aber ja, warum sonst immerhin? Danke an den Spender dafür. Und ja, soweit zu meinem Setup aktuell. Ja, Betriebssoftware, wie gesagt, ich benutze Windows 7 und Windows 10, beide zusammen. Also nicht gleichzeitig natürlich, aber ich benutze beide. Kann ich zumindest beide benutzen. Das ganze Setup ist sogar ausgelegt dafür, dass ich sogar noch ein Apple dazwischen schmeißen könnte. Also das ganze Hackintosh dann wird. Habe ich mal überlegt, einfach um Final Cut zu nehmen. Mache ich aber nicht. Mag ich nicht. Mag ich überhaupt nicht. Liegt an mehreren Dingen. Das wird jetzt den Rahmen sprengen, warum ich einen Hackintosh nicht möchte. An Software im Übrigen benutze ich Open Broadcaster Software. Ich habe zwar auch Studio, aber ich benutze eigentlich fast immer Software. Einfach weil es ist einfacher. Man braucht nicht so viel einstellen vorher. Und Studio ist halt für spezielle Anwendungen. Also es gibt Spezialfälle, wo man Studio benutzen sollte. Aber im Normalfall reicht OBS als, also OB Software reicht vollkommen aus. Version 0.659b. Falls das irgendwen interessiert. Für die Thumbnails benutze ich Photoshop Elements 14 und für meine Videoschnitte benutze ich den Movie Maker und Adobe Premiere Elements 2014. Also das sind meine Videobearbeitungsprogramme. So, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Wenn ihr jetzt also irgendwo noch Fragen habt, was ich benutze an Software, Hardware, was weiß ich, ich kann euch sagen, ich benutze auch noch einen Xbox 360 Controller. Aber ich glaube, das interessiert kein Schwein. Dann könnt ihr mir die gerne stellen. Also ich bin da relativ auskunftsfreudig. Blödes Wort. Könnt ihr mich gerne fragen. Egal, was es ist. Da gibt es auch jemanden, der unten in den Kommentaren genau, wahrscheinlich sogar noch, auf jeden Fall noch mehr weiß als ich darüber. Wenn ihr da ganz spezielle Fragen habt, immer rein in die Kommentare damit. Kann ich nur jedem empfehlen, fragt auch mal wirklich Leute, was sie von Produkt XY halten, wo ihr dann halt wisst, dass die das auch getestet haben. Also ich würde nie sagen, hey, was weiß ich, die 1080er, die ist total der Bullshit. Weil ich sie halt selber nie getestet habe, aber meiner Meinung nach ist sie einfach zu teuer und man braucht sie im Moment halt einfach nicht, weil wenn die TI jetzt so schnell wieder hinterherkommt, dann wofür? Ich kann im Moment sowieso mit meinem Setup, naja, zumindest konnte ich das bis vor einem Monat, konnte ich alles, ohne irgendwie Ruckler zu haben, auch nur im entferntesten Ruckler zu haben, konnte ich alles so weit spielen auf ultra hoch. Ich konnte Fallout 4, konnte ich ohne Ruckler auf ultra hoch spielen. Also das geht gar nicht. Also das ist wirklich easy. Ja, an und für sich schöne Sache. Also ich mag meinen PC so, wie er ist. Wie gesagt, aber trotzdem, es ist mein PC. Das heißt jetzt nicht unbedingt, der ist perfekt. Also genau so muss den jeder haben, sondern es gibt einen besseren Prozessor inzwischen, habe ich gesehen. Den Nachfolger von meinem, ich glaube 5980. Ich habe
Ich weiß nicht, ob da ein K hinter steht dann. Muss ich mich mal schlau machen. Ich weiß, dass der auch nochmal so 10%, 15% mehr Leistung bringt. Aber wofür den ganzen Mist, wenn ich sowieso eine Auslastung von, was weiß ich, 20% meiner CPU nur habe, wenn ich alles laufen lasse? Vorher kackt mir der Arbeitsspeicher sowieso wieder ab. Also brauche ich nicht. Blödsinn. Wofür denn? So, deswegen, also ganz ruhig. Also man muss halt immer überlegen, was muss der PC leisten und wie viel möchte ich mir leisten. Also das ganze Setup hat gekostet knapp über 2.500 Euro. Wobei die Festplatten da noch nicht drin waren. Das waren nämlich früher mal Server-Festplatten von mir. So, also 2.500 Euro kostet das ganze Späßchen hier. Ach so, was ich noch sagen muss, ich sitze ja ganz klassisch auf einem Gaming-Sessel und da bin ich jetzt stolz drauf. Ich habe einen Gaming-Sessel, endlich. Nee, der ist jetzt vor ein paar Tagen ist der erst gekommen. Das liegt aber auch größtenteils daran, weil ich habe es im Rücken. Ja, ich bin schon ein alter Mann. Sorry dafür. Und da einen ergonomischen Sessel zu finden, der passend ist, das ist unglaublich schwierig. Und ich bin halt relativ groß mit 1,90. Und da habe ich erst einen DX Racer rausgesucht gehabt. Das Problem bei dem DX Racer ist halt einfach, der ist zu niedrig. Das heißt, ich würde nicht gerade sitzen. Und ja, was habe ich danach geguckt? Dann gibt es halt Designersessel und ganz spezielle Anfertigung und so weiter und so fort. Sehen alle kacke aus. Sind dann ergonomisch irgendwann vielleicht mal. Aber wenn man dann so ganz ergonomischer haben möchte, dann gibt es so Nieren, so mit so nierenförmigen Ausbuchtungen, Polstern, gibt es dann so Sessel, die sehen total scheiße aus, erstens. Und zweitens kosten die einen Haufen Moos. Also wir haben das mal nachgeguckt, kostet, glaube ich, einer der günstigsten kostet so 600 bis 700 Euro. Da habe ich gesagt, boah, das ist aber mal knackig. Und dann ist das Problem, dann sitze ich relativ tief. Das ist nicht unbedingt gut für mich. So, dementsprechend habe ich jetzt ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen und habe ein Maxonomic XL, der XL-Serie gekauft, der extra für Leute mit 1,90 oder größer ausgelegt ist. Kostet auch seine paar Mark 50. Aber ich sag mal so, das Ding ist gar nicht mal schlecht. Also seitdem habe ich auch wirklich abends, wenn ich vom PC wieder weggehe, habe ich keine Rückenschmerzen mehr, weil sonst hatte ich die immer. Es lag aber auch größtenteils daran, dass ich da mir eine Konstruktion zusammengebastelt habe, die relativ abenteuerlich war. Ja, naja, gut. Das könnte noch ganz lustig werden, wenn ich das irgendwann mal nochmal aufbaue und dann abfotografiere, wie ich dann mal angefangen habe. Das muss ich mal machen. Muss mich mal einer daran erinnern. Das werde ich wieder vergessen. Muss mich mal einer daran erinnern, dass ich das mal machen muss. Weil da habe ich da habe ich so ein kleines Nachttischschränkchen genommen und so ein Sitzhocker. Und hab den auf das Schränkchen gestellt und hab einen zweiten Sitzhocker davor gestellt, dass ich meine Füße irgendwo drauflegen konnte. Klar, dass man dann danach Rückenschmerzen hat, wenn man dann, was weiß ich, locker 8 Stunden mal am PC hockt, dass man dann danach Rückenschmerzen hat. Ja, das kann mal vorkommen. So. Gut. Das soll es aber auch schon wieder gewesen sein. Ich werde jetzt gleich erstmal was trinken. Weil man redet sich bei so einem Podcast doch echt den Mund fusselig. Das ist echt ätzend. Dann darf ich nach meiner Maus gucken. Die ist nämlich jetzt gerade schwer krank. Ich wusste gar nicht, dass die eine Drüse am Bauch hat.
Das ist aber wieder ein anderes Thema. Der meinte nämlich mal, einer meiner Mäuse sich die mal blutig beißen zu müssen und sich da das zu entzünden, kostet 65 Euro das. Ach ja, naja, gut. Nee, andere Geschichte. Vielleicht im nächsten Evocast. Mal gucken. Nee, ich hab schon das nächste Thema für den nächsten Evocast. Gut, wie gesagt, demnächst kommt wieder was Neues an Gameplay. Mit einem Kollegen von mir. Da werde ich mich mit dem zusammensetzen. Dann hocken wir da zu zweit und quatschen hoffentlich in ein Mikrofon rein. Hoffentlich kriegen wir das hin. Hoffentlich habe ich bis dahin ein neues Mischpult. Wie gesagt, also so das, was ich an Audiogeräten, wenn ich da mal irgendwann genau das habe, was ich gerne hätte, dann zeige ich euch, sage ich euch das auch nochmal, was ich da habe. Im Moment halt ein kleines Mischpult, ein kleines Mikrofon. Ist alles noch nicht so das, was ich gerne hätte. Es klingt alles noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Und wie gesagt, da kommt dann nächstes Mal, nicht nächstes Mal im Evocast, sondern halt demnächst mal ein Gameplay, eine neue Reihe mit demjenigen. Und dann schauen wir mal, dass wir da was Neues kriegen. Muss ich mal gucken, da muss ich wahrscheinlich irgendwo mal was wegfallen lassen. Ich weiß noch nicht, was ich wegfallen lasse. Eigentlich möchte ich im Moment nichts rausnehmen. Aber, mal schauen. Wir kriegen das schon irgendwie gebacken. Wir kriegen das hin. Ich klinge schon wie die Merkel. So, wenn ich mich schon mit der Merkel vergleiche, dann wird es auch Zeit. Fast eine Stunde gequatscht. Leute, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ihr Anregungen, Kritik, Fragen, Kommentare, irgendwas habt, dann haut es mir unten in die Tasten, beziehungsweise in die Kommentare. Könnt ihr mir das gerne reinschreiben. Ich lese das auch immer und im Normalfall antworte ich auch immer relativ zügig drauf. Klar, ich bin nicht 24/7 am Rechner. Wenn ihr um 1 Uhr morgens natürlich irgendwas schreibt und ich nicht gerade irgendwie wieder eine Nacht durchzocke, dann müsst ihr halt warten, bis ich am nächsten Morgen schreibe. Im Normalfall antworte ich auch immer auf Kommentare. Und ja, das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da mir mal Anregungen da lasst. Auch wenn ihr irgendeinen Spielvorschlag habt und wenn es nur ein Flash-Game ist, dann könnt ihr mir da gerne schreiben. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder beim Evocast oder was weiß ich, Plaguing Evolved. Das könnt ihr auch gleich wieder zocken. Oder Isaac. Oder Evolved. Evolved Stage 2. Oder Dead by Daylight. Gibt ja genug Videos bei mir auf dem Kanal. Und ja, haut rein. Bis dann. Und ich labe schon wieder viel zu viel Bullshit, deswegen höre ich jetzt auch auf. Ist auch schon wieder spät. Und mir fallen schon wieder die Augen zu. Haut rein, ihr Lieben. Bis dann und ciao, ciao.